So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, das wollte ich schon Minecraft-Video sagen, zu einem weiteren Video von City Skylines und diesmal ist es ein Update-Video. Nämlich, heute ist das neue Campus-DLC erschienen. Es wurde nämlich gestern von Paradox oder von City Skylines selber von dem YouTube-Kanal haben sie ja das Update oder den Update-Trailer davon gezeigt und heute soll es erscheinen, ist auch raus um 10 Uhr, also ihr könnt es ja schon runterladen, aber ihr könnt es halt nicht hier jetzt schon, wie man da unten sieht, in-Game-Shop machen, sondern müsst dann jetzt erstmal noch wahrscheinlich bis morgen oder übermorgen in den normalen Shop gehen, um euch das runterzuladen. Das kostet 13 Euro. Dann ist noch ein neues Content Creator Pack dazu gekommen, mit dem ihr halt noch auf die Gewerbegebiete und auf die normalen Wohngebiete ein bisschen bessere Designs für Campus-Feeling, sage ich mal, kriegt. Da sehen die dann mehr Campus-mäßiger aus, die Gebäude. Das kostet auch 5 Euro. Und dann ist noch ein neues Radio Station Pack dazu gekommen mit zwei neuen Kanälen, wo ihr dann Musik hören könnt. Das kostet dann auch nochmal 8 Euro, also insgesamt dann, ich glaube, 26 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Mathe. Nein, okay, aber auf jeden Fall. 26 Euro so im Rahmen ist recht viel, vor allem meiner Meinung nach für jetzt die, für das Content, nicht das Content Creator Pack, für das Radio Station Pack. 8 Euro für zwei Kanäle, wo ich mir denke, für ein bisschen Musik so viel Geld zu bezahlen, das ist schon fast so viel, wie das ganze DLC kostet. Ist schon krass, aber das DLC, denke ich mal, lohnt sich auch, weil da sind, ich glaube, so ungefähr 60, so ein bisschen mehr als 60 Gebäude sind da neu dazugekommen. Das ist alles so aufgebaut wie das Parklife und Industries Update, wo ihr dann halt die Zonen eingraben müsst und dann könnt ihr da halt eure Campus-Sachen alles reinbauen. Haben sie auf jeden Fall, denke ich, sogar gut gemacht, aber manchmal stört es mich irgendwie, dass man das halt nicht ein bisschen freier machen kann, dass man die auch Gebäude einfach irgendwo platzieren kann. Und ja, mit dem ganzen Update kommen natürlich noch neue Richtlinien, neue Karten und alles. Das kann ich aber leider jetzt nicht zeigen, deswegen ist das nur das Update, also das Update-Video für das freie Update, sage ich mal. Aber ich jetzt habe ja jetzt ein bisschen erzählt über das Campus-Update. Also so standardmäßig halt, was bei den anderen Updates auch so dazugekommen ist, ist da auch dazu gekommen. Und ja, die Sachen, die wir alle freigekriegt haben, ist eigentlich nicht viel, deswegen können wir da schnell durchgehen. Das ist einfach einmal eine Richtlinie, Industrie 4.0, die sagt einfach nur, dass ihr halt die hochgebildeten Arbeiter oder ja, die hochgebildeten Bürger, dass ihr die halt auch in die Industrie mit Arbeitsplätzen da versorgen könnt. Dadurch werden aber dann halt weniger Arbeitsplätze angeboten, aber die Gebäude gehen halt, glaube ich, schneller in ihrem speziellen Rang oder wie das heißt, in ihrem Rang halt höher. Dafür gibt es dann halt weniger Arbeitsplätze und ich denke mal, da muss man halt auch mehr Industrie dann bauen später. Also dann ist halt mehr später mehr Nachfrage an Industrie wie vorher, wenn man das, denke ich mal, aktiviert. Dann ist noch was Cooles eigentlich dazu gekommen, was ich ganz lustig finde, was man aber halt nur beobachten kann, wenn man so ein bisschen in der Stadt rumläuft, sage ich jetzt einfach mal. Das ist nämlich, dass es jetzt den amerikanischen Schulbus, sage ich mal, gibt. Und den kann man dann auf den verschiedenen Buslinien, denke ich mal, einfach aktivieren. Muss man auf die einzelne Buslinie gehen und dann kann man das da wahrscheinlich an ausstellen. Finde ich eigentlich ganz cool. Kann man machen für die Buslinien, wo man gebaut hat, die alle zu die Schulen abfahren und so. Ist dann, glaube ich, ganz okay. Und dann sind noch zwei neue einzigartige Gebäude dazu gekommen. Die schaltet ihr frei, indem ihr einmal sieben Instanzen von nicht Industrien, von Universitäten baut, die ihr dann 10 Wochen lang unterhalten habt und das andere kriegt ihr, wenn ihr 5 öffentliche Bibliotheken habt und insgesamt dann 300 durchschnittliche Bibliotheksbesucher habt, gehe ich mal davon aus, also im Durchschnitt 300 Besucher. Also eigentlich nicht schwer freizuschalten und ja, das war es eigentlich schon so von dem freien Updates-Video. Wenn ich mir das DLC irgendwann im Laufe der Zeit kaufe, mache ich davon, denke ich mal, auch noch ein Video, beziehungsweise halt ein Let's Play. Ich denke mal, ich mache mal irgendwann nochmal ein Let's Play hiervon, aber als Stream halt, weil ich glaube, City Skylines muss man eher streamen, als 20-Minuten-Folgen zu machen, weil ich glaube nicht, dass 20-Minuten-Folgen so produktiv sind. 20-Minuten-Folgen so produktiv sind. Deswegen eher in Streams und dann wird das mal auch eine Staffel 2 und dann wird das auch mal ordentlich, weil vorher habe ich das ja immer so gemacht, dass ich dann irgendwie in 20 Maps rumgesprungen bin und dann nie irgendwie was richtig gebaut habe. Aber jetzt will ich das mal machen, dass ich mal wirklich eine Stadt von Anfang an mit Katastrophen, dann mit allem Möglichen an, dass mir mal alles
seht, was bis jetzt so rausgekommen ist und damit man euch überzeugen kann, sich das Spiel auch zu holen, weil das eigentlich saugeil ist, das Spiel. Ich wollte schon immer mal so ein Spiel auf der Konsole haben, haben wir jetzt und ja. Auf jeden Fall, das war's dann so von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.